So. Auch so in Form von Sammelobjekten habe ich wohl schon einiges übersehen. Aber okay, man, dafür, dass ich das erste Mal durchspiele, ist das nicht so schlimm. Ich kann ja immer privat irgendwann nochmal vielleicht die ganzen Sammelobjekte holen. Wobei ich halt noch nicht weiß, wie oft ich dieses Spiel wirklich mal durchspielen werde. Ein Boot. Also, ich sag mal so, es ist schon durchaus ansprechend. Es macht ja auch Spaß, aber es ist jetzt kein Resident Evil Spiel, was ich jetzt oft und immer wieder durchspielen könnte oder wollen würde. Weiß ich nicht. Dafür fesselt es mich einfach nicht zu sehr. Es macht Spaß, ja. Okay, es sieht nach Cutscene aus. Ich komme zu dir. Ne? Ich dachte, du willst mit mir labern. Gut, Irvings Boat. Ja, und was ist hier? Da kommen wir auch durch. Geh ich erstmal hier gucken. Da geht's aber zum Boot. Ich will doch... Ne, ich... Ach Mann, ich gucke jetzt erst hier lang. Ich weiß einfach nicht, wo der richtige Weg ist. Von innen verriegelt, okay. Und hier am Wasser. Oh, ich sehe Fässer, das ist gut. Nur ein bisschen Muni wieder auf. So, ach komm, ja komm, darfst auch mal ein bisschen was nehmen. Weil, da ich jetzt ja festgestellt habe, dass auch das MG sehr gut gegen den Kettensägenmann ist, können wir natürlich auch öfter das MG für den nehmen. Ich denke, der wird uns noch ein paar Mal beehren. Der kam ja in Resident Evil 4 nicht ganz so oft vor. Da kam er zwar auch ein paar Mal vor, aber nicht so... Ich glaube, hier kam er jetzt ja schon viermal? Viermal oder fünfmal vor? Ich glaube, viermal. Jetzt könnten wir mit dem Boot darüber, ne? Nee, könnten wir nicht. Ich hätte es fast gedacht, wir können mit dem Boot darüber schippern. Na, mal hier das Haus gucken. Da ist nichts. Okay. Achso, kann ich da mal eben reingucken? Ist da vielleicht was Tolles drin? Nö, einfach nur eine leere Hütte. Gut, dann wollen wir doch mal auf Irvings Boot. Ich kann mich dunkel dran erinnern, weil ich habe ja das damals so halbwegs gesehen, das Spiel, als ich bei meinem Neffen damals zugeguckt habe, als er das durchgespielt hat mit einem Kumpel zusammen. Und ich kann mich an einen Kampf auf dem Boot gegen irgendeine Art Seemonster erinnern. Das weiß ich noch so halbwegs. Gucken wir mal, wie das war. Ich wusste, dass ich jetzt was verpasst habe. Ich will diesen Weg hier runtergehen. Und da war ein Fass. Und Pepper. So. Ja, komm. Habe ich eigentlich komplett nachgeladen? Ja, oh, schon fast zwei Ladungen jetzt mit dem Maschinengewehr. Das ist cool. Und da ist wieder ein Fass. Zwei sogar. Die nehme ich auch. Ja, nimm du mal. Ich bin mal so freundlich und gib dir die Handgranate. Achso, ich kann ja hier, ja gut. Kann eh gerade nicht nachladen, denke ich. Oh, oh, da war ein Fass. Das wollte ich haben. There he is. Jetzt müssen wir zum Boot, ja? Ja, war irgendwie klar, ne? Irgendwie war das klar. Ach, guck mal. Shiver, do you read me? I secured a boat. I'm on the other side of the dock. Get here on the double. Ja, ich will trotzdem... Warte mal, gucken. Ist hier noch was? Ja, natürlich ist hier was. Oh! Geil. Ach, das geht nach Zeit! Das sehe ich jetzt erst. Wieso habe ich eigentlich keine Muni? So. Okay. Ich komm schon! So. Ich hoffe nur, dass Shepard jetzt nicht irgendwo hängen bleibt. Dann drehe ich am Teller. Weil da kann ich ja nichts für, wenn die so blöd ist. Hallo. Ach komm! Ist nicht dein Ernst? Oh fuck.
Ich hab drauf geschossen, du Penner. Ach, Hunde. Oh Gott. Bin schon unterwegs. Warum gehst du nicht weiter? Ich zum Boot. So. Also die konnte ich jetzt wirklich nicht alle töten. Ich habe auch Zeitdruck im Nacken. Unter Zeitdruck kann ich nicht logisch denken. Ja, das war's also mit der Ölinsel. Ich habe übrigens gestern auf dem Kanal GameTube, kann ich ja mal kurz erwähnen, weil die sind einfach klasse, so einen kleinen Einblick auf Resident Evil 7 sehen können. Resident Evil 7 wird sowas von geil. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es in die alte Richtung geht. Es ist eine ganz neue Richtung. Man spielt in der Ego-Perspektive, aber es ist sowas von gruselig, hat mit Schießen eigentlich gar nichts zu tun und boah, also wenn Resident Evil so Hammer wird wie der spielbare Trailer, sag ich mal, den man da gesehen hat bei GameTube, hammergeil. Also falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, klickt ruhig mal auf den Kanal GameTube und guckt euch die ein, zwei Videos zu Resident Evil 7 an, zum Gameplay. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich verspreche euch, wenn Resident Evil 7 rauskommt, das soll wohl Frühjahr nächsten Jahres sein, dann werde ich das auf jeden Fall sofort mit euch zocken. Das verspreche ich euch an dieser Stelle. So. Verwalten. Schätze. Ja, komm, alles verkaufen, ne? Was wollen wir damit? So, jetzt haben wir wieder... Oh, 17.000. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Ach, da muss ich hin. Inventar haben wir nichts. Okay. Wollen wir was verbessern? Oder können wir, ne, kaufen können wir auch nichts Neues. Ich möchte einfach nur verbessern. Zum Beispiel kritische Treffer mit der Pistole. Oder hatte ich das alles schon? Ne, das können wir noch einmal, wenn wir wollen. Kostet natürlich eine ganze Menge, aber das machen wir mal. Jo. 13 Kapazität können wir nochmal erhöhen. Okay, jetzt haben wir noch 8000 übrig. Die Ladegeschwindigkeit. Die Ladegeschwindigkeit, die könnte tatsächlich mal bei der Magnum höher. Weil das dauert Ewigkeiten, bis die nachlädt. Wenn das noch um Geld her drin ist. Ja, ist es. So. Die ist nämlich echt extrem langsam beim Nachladen. So, das machen wir, haben wir gemacht. Und dann sind wir jetzt hier erstmal durch, würde ich sagen. Und wir machen fertig. Und wir gucken... Ja, wir gucken nochmal eben kurz in den Anfang der... des nächsten Kapitels rein, weil die Stunde ist eigentlich rum. Ich könnte jetzt hier einen guten Schnitt machen, aber ich habe die Folge aber ich mache ein bisschen länger gern als 15 Minuten. Von daher gucken wir noch mal eben rein ins nächste Kapitel. Alles so neblig und düster hier. Fast unheimlich, aber auch nur fast. What happened to Irvin? Can't have gone too far. Josh. Thanks. Thank you, Lisa. We got cover. Time on. Got you, Kevin. Eine Bootsverfolgungsjagd. Cool. Okay. Ja, damit haben sie es in diesem Spiel, ne? Okay. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Ja, danke. Kommen die auch von vorne? Doch! Was war das denn? Zumindest habe ich den getroffen. Da ist ein Fass. Hahaha.
Von hinten kommt gerade keiner, okay. Und aufpassen hier, ne? Damn, der ist gut. Okay. Okay. Bam. Baller-Action. Au, ich brenne. Wer war das denn, welcher Vollidiot? Ich hoffe, dass es keiner von uns war. Weil sonst würde ich ihn echt in den Boden stampfen. Ja, ich kann was tun, nämlich hier den Hebel drücken. Lässt du uns noch aufs Boot? Nachdem ich dieses Fass mitgenommen habe. Ja, das darf ich auch haben. So, wir müssen weg. Hallo, mein Freund. Was macht ihr denn da oben? Ich wollte ihn nicht töten. Na du. Oh, das schreit einer. So. Bist du tot oder bist du nicht tot? Doch, bist du. Tote Zombies sind gute Zombies. So. Oh, da liegt ja noch was. Das kannst du nehmen, hier, Sheva. Nimm hin. So. Josh, wir sind wieder. Wir sind noch nicht wieder da, warte mal. Ha! Gut, dass ich hier geguckt habe. Ja, komm. Immerhin ein bisschen Muni, ne? Das ist nicht verkehrt. Zumindest spawnen die Gegner hier gerade nicht unendlich. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Okay, jetzt nehmen wir mal wieder die Pistole. Und nehmen das da, das Fass. Bam! So. Achso. Boah! Mit Quicktime-Event. Ich wollte eigentlich so fast treffen. So, eigentlich groß genug sind sie ja, ne? So, ich habe noch 3 Schuss. Und den hier. Am einfachsten ist es natürlich wirklich, die ganzen Fässer abzuknallen. Okay, you two know what to do. I know, ja. Wir wollen wieder ein bisschen Sachen einsammeln. Naja, das gefällt mir gerade sehr gut. Hier, ach, der falsche Knopf. Falscher Knopf haben wir hier, genau. Oh, Schrot, dankeschön. Die nehmen wir doch nochmal. Da kommt ein grünes Kraut mit. Rechts, links, geradeaus. Wie geht das mit hier lang? Und hier kommen wir nicht rein? Doch. Schön. Das wird sich nicht besondern. Ich glaube, wir müssen da jemanden von seinem MG-Geschütz wegbringen. Ich habe ihn wesentlich getroffen. Dankeschön. Okay. Hast du Heilung? Du hast keine Heilung. Das ist schlecht. Oh. Du musst sie bitte mal eben töten. Boah, erledigt. Ich darf sie sogar bedienen. So, haben wir jetzt irgendwo ein grünes Kraut, weil ich bin am Verrecken. Falls das doch keiner gemerkt haben sollte. Da kommt sie hin. Das ist, aber meine Pistole ist komplett leer, sehe ich gerade. Hm.
Das sollte ich doch immer mal in Erwägung ziehen, mal selbst welche zu behalten. Also Pistolenmunition. Hier was drin. Fuck. Irgendwo ist hier einer. Ich hab Angst. So ein grünes Kraut immerhin. Sie schießt, aber ich sehe keinen. Oh fuck. Das ist nicht gut. Da habe ich gerade keine Muni für. Was gegen Wand? Was war das? Ach so. Wir müssen auch die Schalter mal betätigen jetzt hier. Das ist ja eigentlich unser Auftrag. Ah, okay. Oh, dieses Viech gleich mal erledigen, fällt mir gerade ein. Also die Maschinengewehr. Ja, ist klar. Ich will ja auch nur das Viech töten, ehrlich gesagt. Machen wir noch Zeit. Du hast gerade ein Kraut eingesammelt. Nimm das hin! Da liegt ein Kraut! Fuck. Ja, warte mal. Jetzt lass mal meinen tauschen. So. Ach du blöde Kuh! Okay, jetzt komm. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Ja, nichtsdestotrotz machen wir an dieser Stelle jetzt aber mal Pause. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann machen wir hier weiter. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.